jetzt das Heute-Journal. Mit Gundula Gause und Marietta Slomka. Guten Abend. Kein Tag vergeht ohne neue Details zur Abhöraffäre. Wobei das dann meist Berichte amerikanischer Zeitungen sind, die dies oder jenes aus US-Regierungskreisen gehört haben. Über all dem steht die Frage, was kann denn nun Deutschland eigentlich konkret tun, außer seine Empörung kundzutun? Das frage ich gleich den Vorsitzenden des Parlamentarischen Kontrollausschusses, der für Geheimdienstthemen zuständig ist. Derweil zeigt die internationale Empörung in den USA doch etwas Wirkung. Der US-Senat will jetzt jedenfalls die Angelegenheit untersuchen. Und dann äußerte sich heute erstmals auch der Chef der NSA. Er rechtfertigte die Aktivitäten seines Geheimdienstes. Aus Washington, Ulf Röller. Er tritt immer in Uniform auf, der mächtige Herrscher über den Geheimdienst NSA. Keith Alexander is watching you. Big Brother hat ein Gesicht bekommen. Er sagt heute vor dem Geheimdienstausschuss des Kongresses aus: Die Welt von Alexander ist dunkel. Er hat Angst vor dem nächsten Anschlag. Der darf nicht passieren. 13 Terroranschläge in den USA und 25 in Europa haben wir verhindert. Es ist einfacher, in Europa zuzuschlagen. Ich denke, es ist ein großes Privileg und eine Ehre für die Vereinigten Staaten zu wissen, dass wir Anschläge dort vereitelt haben. Im Saal protestieren sie. Einer schreit, warum bespitzeln Sie uns und werden Sie sich bei Angela Merkel entschuldigen? Nein, will NSA-Chef Alexander nicht. Der Protestler muss den Saal verlassen. Störgeräusche sind hier nicht erwünscht. Das ist eine harte Zeit für die NSA. Jeder fragt uns, was macht ihr und warum? Das ist unsere Antwort. Es ist wichtiger für unser Land, dass wir es verteidigen und dafür kritisiert werden, als ein Abhörprogramm aufzugeben, ohne dass wir angegriffen würden. Der Mann im Weißen Haus soll Alexander kontrollieren. Die Welt ist sauer auf die Supermacht. Nun in einem Interview verteidigt Obama erstmal die NSA. Eine Aufgabe hat die NSA, dass die Amerikaner sicher sind. Selbst die Gesprächsinhalte von Merkels Handy soll die NSA abgehört haben. Obama will erst im Sommer von der Lauschaktion gegen Merkel erfahren haben, sagen seine Leute, und habe die Aktion sofort gestoppt. Der US-Präsident denkt darüber nach, die Macht der NSA einzuschränken. Ich habe eine Überprüfung angeordnet, um sicherzustellen, dass die NSA nicht alles macht, wozu sie in der Lage ist. Aber müssen wir jetzt alle Bundeskanzlerin werden, damit wir in Ruhe telefonieren können? Im Saal sagt Alexander, dass die NSA ihre Abhörpraxis ändern könnte, falls die Politik das wolle. Viele wollen das nicht hier. Amerika ist ihnen wichtiger als der Rest der Welt. Es gibt noch Menschen, die zu ihnen halten und die nicht glauben, dass ausländische Regierungschefs die gleichen Rechte wie Amerikaner genießen. Obama muss sich entscheiden, Amerikas Bedürfnis nach Sicherheit befriedigen oder den Freiheitswillen der Welt schützen. Bisher hat er sich immer für Amerika entschieden. Und zugeschaltet ist mir jetzt SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann. Er ist zugleich Vorsitzender des für die Geheimdienste zuständigen Parlamentarischen Kontrollgremiums. Guten Abend, Herr Oppermann. Guten Abend, Frau Slomka. Die US-Geheimdienstchefs sagen sinngemäß, das ist völlig normal, dass ausländische Regierungen abgehört werden. Das tun alle anderen auch. Ist bei der Empörung in Deutschland und Europa also auch Heuchelei im Spiel? Nein, ich finde, dass man zwischen befreundeten Ländern keine Spionage betreibt. Das war für mich immer eine Selbstverständlichkeit. Und ich finde, die Basis von Freundschaft muss auch Vertrauen sein. Dieses Vertrauen ist durch die US-Spionage gegen Deutschland empfindlich gestört. Und deshalb können wir zu Recht verlangen, dass das geändert wird. Naja, die Amerikaner ihrerseits scheinen es auch etwas undankbar zu finden, dass sie jetzt so scharf kritisiert werden. Schließlich profitieren wir von den Erkenntnissen ihres Geheimdienstes. Nun, sagen Sie mir mal, in welcher Weise wir davon profitieren, dass die Bundeskanzlerin abgehört wird.
Ja, aber die Bundeskanzlerin ist ja nun in keiner Weise mit islamistischem Terror verbunden. Hier wird doch in einer Art und Weise abgehört, wo es längst nicht mehr nur um Sicherheit geht, sondern die Amerikaner versuchen, ein Maximum an Informationen weltweit abzuschöpfen, um sich politische, geschäftliche und sonstige Vorteile zu verschaffen. Und Sie sind sich sicher, dass das nicht alle tun? Also vielleicht auch wir? Ich kann Ihnen versichern, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der deutsche Bundesnachrichtendienst keine amerikanischen Regierungen stellen und auch keine gezielte Spionage in den USA betreibt. Dazu wäre ja möglicherweise auch technisch und personell gar nicht fähig. Wie gut ist denn unsere Spionageabwehr? Unsere Spionageabwehr gegen die USA und gegen unsere europäischen Partnerländer gibt es gar nicht. Unsere Vorstellung ist bisher gewesen, dass man sich nicht wechselseitig ausspioniert. Ich glaube, mit dieser Arglosigkeit ist es jetzt vorbei. Wir müssen uns in der Tat fragen, wie wir uns besser wappnen können gegen Spionage aus befreundeten Ländern. Heißt, wenn Sie zum Beispiel in der nächsten großen Koalitionsregierung Innenminister würden, ist ja ein reizvoller Job, dann würden Sie die Spionageabwehr deutlich erhöhen und da auch dann die Augen- und Ohren Richtung USA richten? Jedenfalls können wir es nicht hinnehmen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger schrankenlos überwacht werden, dass unsere Regierungsstellen abgehört und belauscht werden. Das nehmen übrigens andere Länder auch nicht hin. Dafür haben wir eine Spionageabwehr, aber die muss für diese Aufgabe natürlich auch erstmal vorbereitet werden. Sie sagen, wir nehmen das nicht hin. Die Frage ist, was man dagegen tun kann. Innenminister Friedrich sagt ja auch, die Verantwortlichen sollen zur Rechenschaft gezogen und notfalls ausgewiesen werden. Aber wie soll das denn praktisch gehen? Wen will man denn da zur Rechenschaft ziehen? Wohl kaum Herrn Obama und auch nicht NSA-Chef Alexander. Das Ausspähen von Daten aus Handys oder aus Computern oder auch direkte Spionage mit konventionellen Mitteln ist in Deutschland eine Straftat. Ja, aber man muss ja Leute dann auch zur Rechenschaft ziehen können. Wer soll das denn dann sein? Steht da irgendwer dann vor Gericht oder vor einem Untersuchungsausschuss? Ja, wenn diese Straftaten in Deutschland begangen werden, dann können die Verantwortlichen auch dafür haftbar gemacht werden. Aber dazu müsste man sie doch erst mal finden. Sie könnten doch noch nicht mal in die amerikanische Botschaft rein und da das Gebäude durchsuchen. Da gilt natürlich die Immunität, das ist gar keine Frage. Aber zunächst ist das erstmal Aufgabe unserer Strafverfolgungsorgane. Der Bundesanwalt ermittelt in dieser Angelegenheit oder er beobachtet und prüft, ob er ermitteln kann. Ich finde, wir dürfen als demokratischer Rechtsstaat das Recht nicht einfach preisgeben, sondern wir müssen darauf bestehen, dass solche Abhörmaßnahmen rechtswidrig sind und wir müssen uns dagegen zur Wehr setzen. Aber da wird dann gegen unbekannt ermittelt. Allerdings, so ist das bei den meisten Ermittlungen, bei denen der Täter nicht von vornherein feststeht, jedenfalls nicht der persönliche Täter. Finden Sie, dass die Bundesregierung, die bisherige, da Schweres versäumt hat? Sollte zum Beispiel Herr Pofalla, der Kanzleramtschef, oder Herr Friedrich, der Innenminister, sollten die zurücktreten? Es war jedenfalls total naiv, allein auf die Angaben der US-Geheimdienste zu vertrauen, als es darum ging, die Vorgänge aufzuklären. Das haben alle jetzt endlich gemerkt. Es gibt aber keinen Grund, jetzt hämisch zu sein, sondern dies ist ein ernstes Problem und das muss jetzt mit geeigneten Lösungen auch nach vorne positiv entwickelt werden. Da klangen Sie im Sommer vor der Bundestagswahl aber noch ganz anders. Nun ja, ich habe auch von dieser Kritik, die ich geäußert habe, überhaupt nichts zurückzunehmen. Wenn ich jetzt bestätigt werde, heißt das doch aber, wie wichtig es ist, dass wir das Problem lösen. Es geht doch nicht darum, Recht zu haben. Am Ende muss man Recht bekommen und das geht nur, wenn man gut verhandelt, mit der Union am Ende gut gestalten kann. Herr Oppermann, danke für das Gespräch. Ich danke auch. Mehr Hintergründe zur Späh-Affäre finden Sie bei uns wie immer auch online auf heute.de. Neben der Geheimdienstaffäre gibt es für SPD und Union natürlich auch noch andere Themen bei ihren Koalitionsverhandlungen. Da ging es heute unter anderem um das wichtigste Projekt der SPD, den gesetzlichen Mindestlohn, der in allen Branchen und in ganz Deutschland gelten soll. Für die SPD ist das die entscheidende Hürde, damit eine Koalition zustande kommt. Doch Unionspolitiker warnen vor den wirtschaftlichen Folgen. Vor allem im Osten seien 8,50 Euro für manche Branchen zu hoch. Außerdem sei es besser, den Tarifparteien die Festlegung von Lohnuntergrenzen zu überlassen. Ein solches Mindestlohnmodell gibt es in Thüringen. Mehr dazu von Andreas Postel. Waschen, schneiden, föhnen und das alles für einen Stundenlohn von knapp 4 Euro. Friseurin Sandra Görms aus Arnstadt hat jahrelang für diesen Grundlohn gearbeitet. Nur mit Gewinnbeteiligung kam sie am Monatsende auf ca. 1.000 Euro brutto plus Trinkgeld.
Seit August gilt ein tariflicher Mindestlohn von 6,50 Euro in Ostdeutschland. Und obwohl ihr Chef nicht in der Innung ist, zahlt er einen Euro mehr. Die Gehaltserhöhungen haben ihren Preis und den zahlen die Kunden. Manfred Graf glaubt trotzdem, dass dies der richtige Weg ist, denn für Minigehälter bekommt er keine qualifizierten Mitarbeiter mehr. Es ist so, dass im Moment wenig Arbeitskräfte auf dem Markt sind, gute Arbeitskräfte jedenfalls. Und wenn ich gute Arbeitskräfte brauche, dann muss ich auch guten Lohn zahlen können. Von daher sehe ich das sehr positiv. Auch weil die Billigketten vom Markt verschwinden sollen. Aller Voraussicht nach wird der Mindestlohn für allgemeinverbindlich erklärt. Bis 2015 wird er dann bundesweit bei 8,50 Euro liegen. Genau da, wo die SPD jetzt politisch hin will. Berlin, nächste Runde im Koalitionspoker. Gleich zwei Arbeitsgruppen, Wirtschaft und Arbeitssoziales, sind mit dem Thema beschäftigt. Positionsbestimmung. Ich glaube, dass die Union weiß, dass ohne einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn es nicht eine große Koalition geben wird. Wir weisen aber darauf hin, dass wir keine Gefährdung von bestehenden Arbeitsplätzen im Moment uns leisten können. Und mit dieser Aussage wollen wir auch mit der SPD verhandeln. Ein Kompromissangebot liegt derzeit auf dem Tisch. Das Thüringer Mindestlohnmodell, vor zwei Jahren als Bundesratsinitiative ausgehandelt in der Großen Koalition auf Landesebene. Zum einen hat die SPD es geschluckt, dass nicht die Politik, dass wir nicht als Parteien die Summe festlegen, den Wert zum Beispiel von 8,50 Euro. Und die CDU war bereit zu sagen, das, was dann vereinbart wird, soll aber auch flächendeckend gelten. Das Thüringer Modell sieht vor, dass die Lohnuntergrenze nach britischem Vorbild in einer sogenannten Low-Pay-Commission von den Tarifpartnern festgelegt wird. Im Streitfall solle ein Schlichter eingeschaltet werden. Am Ende gilt der Mindestlohn dann branchenübergreifend und flächendeckend. Bei 8,50 Euro warnen natürlich die Unternehmerverbände, aber auch Arbeitsmarktexperten, besonders mit Blick auf Ostdeutschland. Es wird mit einem Mindestlohn mit Sicherheit Probleme geben in ganz bestimmten Branchen, wo heute durchgängig weniger als zum Beispiel 8,50 Euro gezahlt wird. Vor allem natürlich in den neuen Bundesländern in Ostdeutschland, da ist das ein flächendeckendes Problem. Es ist ein großes Experiment, Prognosen schwierig. Für Friseurin Sandra Görms aus Arnstadt ist allein entscheidend, dass sie vernünftig verdient und dabei Kunden und Job behält. Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD wurden heute noch weitere Themen besprochen. Und damit beginnen die Nachrichten von Gundula Gause. In der Arbeitsgruppe Innen und Justiz zeichnet sich eine Annäherung zwischen SPD und Union in Bezug auf doppelte Staatsbürgerschaften ab. Die SPD will durchsetzen, dass der Doppelpass grundsätzlich möglich ist, nicht nur für bestimmte Nationalitäten. Das würde vor allem Deutsch-Türken betreffen, die sich bislang für einen Pass entscheiden mussten. Streitthema dagegen bleibt in der Arbeitsgruppe Verkehrspolitik die Pkw-Maut. Die SPD lehnt sie weiter ab. Investitionen in Straßen müssten anders finanziert werden. Verkehrsminister Ramsauer betonte, die von der CSU geforderte Pkw-Maut für Ausländer dürfe nicht zu weiteren Belastungen für in Deutschland zugelassene Autos führen. Das Thema Rente steht auch auf der Tagesordnung von Union und SPD. Die Deutsche Rentenversicherung meldete heute, dass angesichts hoher Rücklagen der Rentenbeitrag gesenkt werden könnte. Um 0,6 Punkte auf 18,3%. Über eine mögliche Absenkung kann die neue Bundesregierung aber erst entscheiden, wenn sich Union und SPD zum Beispiel über eine Mütterrente geeinigt haben. Und die gut 20 Millionen Rentner können im kommenden Jahr wohl mit einer Erhöhung ihrer Bezüge von bis zu 2,5% rechnen. Nach dem weitgehenden Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan will die Bundesregierung weitere einheimische Hilfskräfte nach Deutschland holen. 182 Afghanen und ihren Familien wurde die Ausreise angeboten. Die Ortskräfte hatten beispielsweise als Dolmetscher oder Fahrer für die Bundeswehr gearbeitet und fürchten nun Racheakte der Taliban. Zuvor sollten nur 23 unmittelbar bedrohte Mitarbeiter in Deutschland aufgenommen werden.
Nach fast 10 Jahren Bauzeit ist im türkischen Istanbul der Marmaray-Tunnel in Betrieb genommen worden. Es ist der erste, der 2 Kontinente miteinander verbindet, insgesamt auf einer Länge von rund 13,6 Kilometern. Von nun an sollen Züge rund 65.000 Passagiere pro Stunde durch den Bahntunnel transportieren. Präsident Gül und Regierungschef Erdogan gaben die Strecke am 90. Gründungstag der türkischen Republik frei. Die Meldung gestern ließ schon aufhorchen, dass auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking ein Geländewagen in eine Menschenmenge gerast ist. Ein normaler Autounfall auf diesem symbolträchtigen, streng bewachten Platz wohl kaum. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich entweder um eine Amokfahrt handelte oder um ein politisch motiviertes Attentat. Bei uns würde das auch öffentlich so formuliert und untersucht. Chinas Behörden hingegen tun das, was sie immer tun. Sie schweigen. Aus Peking, Ralf Goldmann. Es herrschte wieder dichtes Gedränge am Platz des Himmlischen Friedens, am Tag nach dem Zwischenfall. Die Kontrollen wurden verschärft. Wer die verbotene Stadt besuchen wollte, der musste lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Es sind keine schönen Bilder für Chinas Führung, die gestern schnell im Internet die Runde machten. Und ebenso schnell von der Zensur wieder gelöscht wurden. Ein Jeep rast durch die Menschenmenge, prallt am Tor des Himmlischen Friedens gegen eine Steinbrücke und geht in Flammen auf. Die 3 Insassen und 2 Touristen sterben, fast 40 werden verletzt. Es ist schwer zu beschreiben, der Wagen kam wie aus dem Nichts. Wir standen da und plötzlich raste er auf uns zu. Ich konnte noch zur Seite springen und der Wagen hat mich gestreift. Die staatlichen Medien berichten zwar über den Zwischenfall, allerdings nicht über mögliche Hintergründe. Die Sprecherin des Außenministeriums gibt sich zugeknöpft. Die zuständigen chinesischen Behörden haben mit den Untersuchungen des Zwischenfalls begonnen. Außerdem wurden Maßnahmen ergriffen, die Sicherheit und die Stabilität unserer Hauptstadt zu gewährleisten. Schnell machen Gerüchte die Runde, es sei ein Selbstmordanschlag von Mitgliedern der uigurischen Minderheit aus der Unruheregion Xinjiang im Westen Chinas gewesen. Auch im Südwesten des Pekinger Zentrums leben viele von ihnen. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen der Staatsmacht und den muslimischen Uiguren. Viele fühlen sich von der Regierung unterdrückt und von zuziehenden Han-Chinesen bedroht. Die chinesische Führung versucht, den Vorfall von gestern jetzt klein zu halten. Ganz nach dem Motto, es ist nichts passiert, wir haben alles im Griff. Als ginge es um einen Einzelfall, nicht um einen Minderheitenkonflikt. Professor Ilham Toti, selbst Uigure, fordert von der Regierung, offen über den Zwischenfall zu reden. Ich wünschte, sie würden endlich die Identitäten der 3 Insassen und alle relevanten Informationen preisgeben. Wenn die Regierung davon ausgeht, dass das ein Selbstmordanschlag war, dann bitte sagt uns, was war der Plan dahinter? Doch die Regierung schweigt und schränkt gleichzeitig die Arbeit der Medien ein. Bei unserem Versuch, gestern am Eingang der verbotenen Stadt zu drehen, werden wir von der Polizei freundlich, aber bestimmt des Platzes verwiesen. Ein paar Straßen weiter sind Passanten zumindest sicher, dass es kein Unfall war. Ich denke, es war Ausdruck der Unzufriedenheit mit der Gesellschaft oder sie sind mit dem Druck nicht fertig geworden. Ich glaube, das war pure Absicht. Das war kein Zufall. Das war geplant. Die Behörden jedenfalls demonstrieren zumindest nach außen Entschlossenheit, überall Kontrollen. Denn eines möchte die chinesische Führung auf keinen Fall, dass Zwischenfälle wie der von gestern Nachahmer finden. Um es gleich vorweg zu sagen, der gleich nachfolgende Bericht ist nichts für zarte Gemüter. Da aber auch viele zarte Gemüter gerne Currywurst und Kotelett essen, sollten sie sich dennoch zu Gemüte führen. Zumindest weiß man dann, was man isst. Über 56 Millionen Schweine werden jedes Jahr in Deutschland geschlachtet, im Akkord. Die Tiere würden dabei betäubt, heißt es, damit sie nicht unnötig leiden. Doch laut einer Stellungnahme der Bundesregierung ist das sehr oft nicht der Fall. Sehr viele Tiere seien sehr wohl noch bei Bewusstsein, auch dann noch, wenn sie in einen Brühkessel geworfen werden, wo sie qualvoll verenden. Womit sich mal wieder die alte These bestätigt, der Mensch ist immer noch das größte Schwein. Thomas Münten und Heiko Rams berichten. Der letzte Weg für rund 56 Millionen Schweine in Deutschland pro Jahr. Und schon hier wird geschludert, sagt ein Insider. Der Mann arbeitete in einem anderen deutschen Schlachthof als Veterinär und will nicht erkannt werden. Eigentlich sollten die Tiere jetzt Zeit haben, um ruhig zu werden. Zeit, die sie, so unser Informant, hier nicht bekommen.
Damit keine Verzögerungen bei der Schlachtung entstehen, zum Beispiel wenn der Stall teilweise schon leer ist und damit keine Lücken entstehen, werden die Tiere dann ohne Pause durchgetrieben zur Schlachtung. Und es passieren noch mehr Fehler. Die Schweine fahren in einigen Schlachthöfen mit einer Gondel in einen Keller, gefüllt mit CO2-Gas, um sie zu betäuben. Ein sowieso unsicherer Prozess, aber der Zeitdruck erhöht die Fehlerquote. Wenn zu viele Schweine in die Gondeln kommen, dann sind manche Tiere noch nicht richtig betäubt, wenn sie wieder rauskommen. Man sieht es an den Augen. Wenn man einen Finger auf die Augen legt und das Auge sich dann noch bewegt, dann ist das Schwein nicht wirklich betäubt. Das habe ich gesehen. Und obwohl die Schweine teilweise noch leben, lässt man sie ausbluten und wirft sie dann in kochendes Wasser. Einzelfälle? Die Grünen haben im Bundestag dazu eine kleine Anfrage gestellt. Wir gehen davon aus, sowohl was die Antworten der Bundesregierung auf unsere kleine Antwort angeht, als auch die Aussagen von Experten, dass ungefähr ca. 500.000 Schweine eben noch Reaktionen zeigen, wenn sie ins Brühwasser eingetaucht werden. 500.000 Schweine jährlich, die qualvoll sterben. Für den Präsidenten des Deutschen Tierschutzbundes ein Armutszeugnis. Sie werden bei lebendigem Leibe verbrüht, sie werden abgeschlachtet bei Bewusstsein. Und das alles ist pure Tierqual. Die sich rechnet. Deutschland, das Schlachthaus Europas. 5,4 Millionen Tonnen Schweinefleisch werden hier erzeugt. Mehr als doppelt so viel wie in Frankreich. Im Durchschnitt hat ein Schlachter hier 5 Sekunden, um ein Tier zu töten. Wir glauben auch, dass die Arbeiter dort mehr Zeit brauchen, um ein Tier zu töten, damit wir wirklich sicher sein können, dass die Tierschutzgesichtspunkte auch eingehalten werden. Die Fleischerzeuger bezweifeln die Richtigkeit der veröffentlichten Zahlen. Man habe einzelne Negativbeispiele hochgerechnet. Das wäre genauso, als würden Sie in 5 Imbissstätten das Fett untersuchen und sagen, 3% war schlecht und das dann auf die gesamte in Deutschland verbrauchte Fettfrittiermenge hochrechnen. Also das ist so nicht zutreffend. Die Bundesregierung hält jedoch an den Zahlen fest. Billiges Fleisch billig geschlachtet, das freue die Verbraucher, sagen die Hersteller. Die Tiere aber zahlen in ihren letzten Sekunden den Warenpreis. Gundula macht weiter, zunächst mit dem Blick auf die Finanzmärkte. An der Börse war heute die Deutsche Bank Topthema. Die Gewinne des größten deutschen Geldhauses sind massiv eingebrochen. Und zugleich stellt die Deutsche Bank mehr als 4 Milliarden Euro zurück für mögliche Prozesse. Da droht einiges. Sina Meinitz, ist denn die Deutsche Bank damit ausreichend gewappnet? Also genau diese Frage dürften sich auch die Anleger stellen. Ein Ende der unliebsamen Altlasten ist nicht in Sicht. Sie belasten die Bilanz und den Ruf der Deutschen Bank. Und bis sich der angekündigte Kulturwandel auch im Vertrauen der Investoren widerspiegelt, ist es noch ein langer Weg. Denn die Liste der Fehltritte ist lang. Die Deutsche Bank soll für die Pleite des Kirchmedienkonzerns verantwortlich sein. Hier droht Schadensersatz. Der Bank werden bewusste Falschaussagen und versuchte Nötigung vorgeworfen. Hinzu kommt der LIBOR-Skandal um manipulierte Zinssätze. Hier laufen die Ermittlungen weiter und könnten noch zu hohen Geldstrafen führen. Auch in den USA sind die Behörden der Deutschen Bank hinterher. Sie soll im Geschäft mit Hypothekenpapieren mitgemischt haben. Im Zuge der Finanzkrise haben sie kräftig an Wert verloren. Hohe Rückstellungen und ein schwaches Investmentbanking vermiesen den Gewinn der Deutschen Bank. Im dritten Quartal ist er um 93% eingebrochen. Unter dem Strich stehen noch 51 Millionen Euro. Gegen die finanziellen Verluste kann sich die Deutsche Bank mit Kapitalpuffern absichern. Doch gegen den Imageschaden durch die Verfehlungen der Vergangenheit ist noch kein Kraut gewachsen. Geradezu sprießende Gewinne hingegen heute am deutschen Aktienmarkt. Der DAX beendet den Handel erstmals in seiner Geschichte mit 9.022 Punkten. Die Wall Street setzt auf weitere Hilfen der US-Notenbank Fed und das erfreut die Aktienmärkte einmal mehr. Vielen Dank, Sina Meinitz. Der ehemalige Radprofi Stefan Schumacher ist vom Landgericht Stuttgart vom Vorwurf des Betruges freigesprochen worden. Im ersten Strafprozess gegen einen deutschen Dopingsünder stellten die Richter fest, Schumacher habe seinen ehemaligen Gerolsteiner Teamchef Hans-Michael Holzer nicht zweifelsfrei um Gehalt betrogen. Holzer müsse vom Doping im Team gewusst haben. Die Staatsanwaltschaft hatte Schumacher angeklagt, als nachweislich gedopter Athlet Gehaltszahlungen erschlichen zu haben.
Die Bürgerinitiative Hellersdorf hilft ist mit dem Preis für Zivilcourage ausgezeichnet worden. Der Förderkreis Denkmal für die ermordeten Juden Europas würdigte damit den Einsatz der Mitglieder für die Flüchtlinge in dem Berliner Stadtteil. Rechtsradikale hatten gegen das Asylbewerberheim in Hellersdorf Stimmung gemacht. Die Bürgerinitiative stellte sich ihnen entgegen und organisierte zahlreiche Hilfsaktionen für die Flüchtlinge. Christian war vor allem rasend schnell. Meteorologen nennen den gestrigen Orkan einen Schnellläufer. Teils wurden 170 Stundenkilometer gemessen. Als er über Helgoland hinwegfegte, sollen es sogar noch mehr gewesen sein. Das macht ihn zu einem der schwersten Herbststürme der letzten Jahre. Und er hat ja auch allein in Deutschland 7 Menschen das Leben gekostet. Wie hoch die Sachschäden sind, die er angerichtet hat, lässt sich noch nicht beziffern. Aber da könnte einiges zusammenkommen, wie Henna Hebestreit berichtet. Wie auf einem Schlachtfeld sieht es aus auf dem Campus der Flensburger Uni. 50 Autos wurden getroffen, als der Sturm plötzlich das Dach des Hauptgebäudes mit sich riss. Ich war oben im zweiten Stock. Da kam halt diese ganze Aluminiumfront an uns vorbeigeflogen mit diesen ganzen Beschweren oder was das ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall lautes Geröll. Wie fühlt man sich denn dabei? Hilflos. Also absolut hilflos, weil man kann die Situation nicht einschätzen. Man weiß ja gar nicht, was für ein Ausmaß das hat. Verletzt wurde hier niemand, doch der Schaden an den Gebäuden ist beträchtlich. Wir sind jetzt gerade dabei, zu verhindern, dass hier weitere Schäden entstehen, dass Teile noch herumfliegen. Aber es ist nicht schwer zu schätzen, dass der Schaden durchaus in den Millionenbereich gehen wird. Nach ersten Kalkulationen hat Sturmtief Christian allein in Schleswig-Holstein einen Schaden in zweistelliger Millionenhöhe angerichtet. In den Wäldern ist binnen Stunden so viel Holz umgeweht worden, wie sonst in einem halben Jahr geschlagen wird. Hinter den Rettern liegen gefährliche Stunden. Ich hatte Angst, einmal für mich selber jetzt da zu stehen. Ich hatte aber auch Angst, jetzt einen Alarm auszulösen und mit meinen Kameraden hierher zu fahren und diesen Einsatz abzuarbeiten, weil ich habe Verantwortung gegenüber meinen Leuten. Und auch das ist heftig. Hier ging alles gut aus. Insgesamt starben im Norden aber 3 Menschen infolge des Sturms. Dieser Computerhändler kam mit dem Schrecken davon, als er gerade vor die Tür treten wollte, stürzte draußen ein Baum um. Es blieb beim Blechschaden. Tja, in den nächsten Tagen wird es beim Wetter jedenfalls ruhiger zugehen, wie Ihnen Inge Niedeck gleich noch ausführlich erläutert. Und um kurz nach Mitternacht meldet sich heute Nacht Norman Odenthal mit Nachrichten. Bis morgen. Schönen Abend noch. Tschüss. Hallo und guten Abend. Kühle Luft über großen Teilen Mitteleuropas nach Orkantief Christian. Das kann aber der Wärme am östlichen Mittelmeer noch nicht viel anhaben. Enorme Windgeschwindigkeiten hat es gegeben. Die stärksten an der dänischen Ostseeküste mit fast 200 Kilometer in der Stunde. Aber selbst St. Peter-Ording konnte noch mit einem Rekord aufwarten. Welche Schäden diese Windgeschwindigkeiten hervorrufen, kann man erst erahnen, wenn man sich die Bilder in den Nachrichten anschaut. Und glücklicherweise kann sich das Wetter jetzt mehr und mehr beruhigen. Wir haben zwar diese kühle Luft, aber der Luftdruck steigt. Und das ist ein gutes Zeichen, aber es wird auch sehr kühl heute Nacht, zum Teil deutlich unter 10 Grad, wenn es so ein bisschen aufklart. Im Südosten noch etwas Regen, auch im Nordwesten. Und morgen zieht dann der Regen im Südosten allmählich ab. Es gibt dann einen ganz freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Über den Küstenbereich ziehen bei strammem West-Südwestwind immer noch ein paar Schauer. Die Temperaturen sind auch mäßig. Nur teilweise unter 10 Grad in den Mittelgebirgen, sonst knapp über 10 Grad. Und die nächsten Tage, die bleiben verhältnismäßig kühl, dabei im Süden etwas freundlicher mit Nebelfeldern. Vor allen Dingen bis Freitag im Norden und in der Mitte zum Teil wechselhaft mit etwas Regen. Das war's vom Wetter. Ihnen noch einen schönen Abend.